Herzlich willkommen, mein Name ist Pat Hock und der Patient des heutigen Tages ist der Jura the Peps, 19 Jahre. Heute bin ich mal wieder auf der Isle of Jura und habe einen Single Malt Whisky der Brennerei hier stehen. Es ist noch gar nicht so lange her, da hatte ich erst einen im Video. Anfang des Jahres den Journey, der gleichzeitig den Einstieg in die neue Range bildet. Denn Ende des Jahres 2018 hat Jura das ganze Sortiment auf den Kopf gestellt und gefühlt gibt es jetzt 20 verschiedene Originalabfüllungen. Ja? Unter anderem auch eine Serie für den Travel Retail Exclusive, also quasi den Reisebedarf am Flughafen. Flaschen, die es da sehr exklusiv in den Duty-Free-Shops geben soll. Wenn man ein bisschen im Internet guckt, dann findet man die auch problemlos. So auch diesen hier. 19 Jahre alt, nennt sich The Peps, benannt nach diesen charakteristisch aussehenden Bergen auf der Isle of Jura, reifte zuerst in Ex-Bourbon-Fässern und wurde dann nachgereift in Sherry-Fässern, in denen zuvor 40 Jahre lang Pedro Ximénez Sherry lagerte. Alter Verwalter, ja. 45,6 Volumenprozente, leider ist diese brachiale Farbe nicht echt Jura-färbt und das auch nicht wenig. Und kühl gefiltert ist er auch noch. Ich bin aber trotzdem gespannt. Jura ist ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so meine Brennerei. Der Hausstil, der Brennereicharakter, der geht für mich oftmals in so ein gemüsiges, so Knollen-Wurzelgemüse. Was daran liegt, dass sie die Hefen bei der Produktion relativ lange arbeiten lassen. Sie vergären in den Washbacks lange und dadurch entsteht eben so eine Charakteristik, die mich eben an dieses Gemüsige erinnert. Ist Geschmackssache, beim alten 16-Jährigen fand ich es gar nicht geil. Beim Prophecy, der einen recht starken Rauch hatte für einen Jura, fand ich es ganz geil. Also das ist immer so eine Balance 50-50, ob mir ein Jura gefällt oder nicht. Deswegen bin ich gespannt, wie der mir hier zusagen wird. Hier auf der Dose sieht man mal so in Anklängen diese Berge. Ich weiß nicht, warum sie die nicht einfach komplett in der Totalen drauf gemacht haben. Hier sieht man einen davon und den Wolken verhängt. Aber das Design an sich von Jura finde ich ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber schicke Flaschen haben sie ja fast alle. Vor allem in der heutigen Zeit. Wirklich eine tolle Farbe, aber beurteile ich nicht, weil sie nicht echt ist. Also in der Blindverkostung hätte ich den deutlich älter als 19 Jahre geschätzt. Ich hätte mit Sicherheit 25 plus gegeben. Es ist schon ein erkennbarer Jura, denn auch der hat dieses Charakteristische. Und ich meine, das ist einfach der Hausstil. Wäre auch schlimm, wenn man den nicht riecht. Aber hier kommt noch so eine sauintensive, süße Rosinennote mit dazu, die von den Pedro Ximénez Sherryfässern herrührt. Eine gewisse Schokoladigkeit kommt mit dazu, das ist der Einfluss der Eiche. Und bei 40 Jahren Sherry-Fass-Reifung, dann gehe ich fast davon aus, dass dieses PX-Fass aus europäischer Eiche war. Das gibt mehr Tannin ab, als es die amerikanische Weißeiche tut. Und das ist hier eben diese leicht dunkelschokoladige Note. Den habe ich schon vor sicher einer halben Stunde eingeschenkt. Auch der, also der kriegt jetzt noch so einen nussigen Touch mit dazu. Das riecht sich jetzt echt wie so eine Zartbitterschokolade, ordentlich mit Nüssen drin. Hinzu kommt dieses etwas Gemüsige, dieses Knollenartige, das man von allen Juras nahezu kennt. Eine Fruchtigkeit finde ich hier nicht mehr. Wie gesagt, so ein Anklang von der Rosine, die wirklich sehr süß ist. Aber sonst, frischer Brennereicharakter ist hier nicht, der macht wirklich einen wesentlich älteren Eindruck als 19 Jahre. Auch den Alkohol riecht man in keinster Weise. Blind hätte ich den vom Geruch her eher 40 gegeben. Ich bin mal gespannt, wie er sich jetzt auf der Zunge austobt. Slange. Mega süß. So eine schöne geröstete Getreidenote. Der Gaver läuft. Vanille kommt mit dazu. Karamell kommt mit dazu. So geröstete Haselnüsse mit dabei. Schokoladigkeit jetzt so im ersten Antritt überhaupt nicht. Süß, süß, süß. Einfach nur süß, süß, süß. Im Abgang kommt Eiche dazu. Dann ist es so ein Wechselspiel. Auf der Zunge nach wie vor sehr süß. Oben am Zahnfleisch wird durch den Holzeinfluss ein bisschen trockener. Die Rosine taucht nochmal auf. Hat aber alles einen sehr getreidigen Touch. Also der schmeckt sich wie so ein Müsli, wo man schön Rosinen mit reinmacht. Oder so ein Studentenfutter. Das kommt auch ganz gut hin. Der alte 10-jährige Jura, der hatte den Beinamen Origin.
Der kommt mir sehr vergleichbar vor zu diesem, wobei da liegen 9 Jahre dazwischen. Also der alte 10-Jährige ist so eine kleine Schwester von dem hier. Also der Grundcharakter ist ähnlich. Also die Süße vom Sherry und allgemein der Sherry werden immer stärker, je länger ich daran rieche. Da riecht man auch einwandfrei den Pedro Ximénez raus, der an sich sehr, sehr süß ist. Und den riecht man hier einwandfrei. Also blind hätte ich dem mit Sicherheit auch eine Vollreifung abgekauft, weil der Charakter ist jetzt nicht dominant. Oftmals wird ja heute in recht aktiven Sherry-Fässern gefinisht, um dann schnell einen Impact reinzukriegen. Aber bei dem ist diese Sherry-Charakteristik durchaus so bis in die Tiefe rein vermantelt. Und deswegen würde ich dem auch eine Vollreifung abkaufen. Also sehr interessantes Teil. Wirklich eine tolle Süße. Der Sherry hat den Whisky nicht zugeklatscht, sondern bildet so die Basis des ganzen Geschmacks. Auf diese rosinige Süße baut sich alles auf. Eine schöne Getreidenote, eine schöne vanillige Süße, die noch mit dazu kommt. Und im Abgang eine angenehme Nussigkeit, die mich so ein bisschen an geröstete Nüsse erinnert. Angenehme Eiche, die oben am Zahnfleisch leicht trocken ist, aber der ganze Charakter des Whiskys ist eigentlich eher süß. Ja, gefällt mir sehr gut. Also ich kann tatsächlich sagen, das ist der beste Jura, den ich je im Glas hatte. Die Flasche kostet 70 Euro für 19 Jahre und einen ordentlichen Alkoholgehalt und ein schönes Finish. Finde ich das absolut fair. Allerdings macht Vergleichen ein bisschen Sinn. Ich habe ihn im Internet für 70 gesehen und auch für das Geld gekauft. Ich habe ihn aber auch für 100 Euro gesehen. Also wer da ein bisschen vergleicht, ist da durchaus im Vorteil. Probiert mal aus, schreibt mir auch gerne in die Kommentare rein, wie ihr ihn fandet. Vielleicht habt ihr noch einen Jura aus der aktuellen Range auf dem Schirm, der es sich lohnt, mal zu verkosten. Da bin ich für Empfehlungen dankbar. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Haut rein!